Herzlich willkommen, Leute. Es ist Kriegszeit am Sonntag. Ja, es ist Sonntagnachmittag mittlerweile schon. Ihr seht es auch, die Sonne prügelt hier ins Zimmer. Demzufolge ist es total warm. Der Rechner leckt ab und zu, aber wir mögen lecken. Also von daher ist das völlig okay. Und wir gehen in den Krieg rein und schauen mal, was so läuft. Und ich würde sagen, wir starten. Los geht's. So, gucken wir uns mal an, was hier so als Gegner am Start ist. Ich muss gerade mal gucken, Ton ist an, alles ist gut, alles ist easy peasy. Ja, wir spielen gegen Ukraine Rebellion. Ukrainian Rebellion. Ula. Ja, so, die haben 41 Angriffe. 4.491 Punkte, also sagen wir mal 1.000 Punkte mehr. Was hatte ich gesagt? 41 Angriffe. Wir haben 72. Und liegen mit 1000 Punkte hinter, haben also 30 Angriffe mehr. Wenn die gut laufen, sollten wir vorn liegen. Aber ihr kennt das Spiel, ob sie gut laufen, andere Geschichte. So, einmal gucken wir natürlich auch nochmal bei den Warriors 2 rein. Und warum gucken wir da rein? Weil Huggy ist neu bei uns, jetzt nicht erst seit gestern, ne? Sondern schon seit 7 Tagen. Aber hier am Mittwochkrieg habe ich es einfach verpeilt. Habe ich es einfach verpeilt. Donnerstag früh war doch ein bisschen dolle früh. Von daher, Hagi, herzlich willkommen. Ja, nicht, dass hier irgendwas untergeht. Das wollen wir ja auch nicht. Na? So, okay. Ja, wir gucken einfach rein. Wir sind gerade dabei, so ein bisschen das hier zu drehen. Es wäre zu eng, um jetzt zu warten, dass hier so ein paar kleinere Zarte wiederkommen. Also zart in Anführungsstrichen. Von daher versuchen wir das Feld einfach zu drehen. Und wir haben natürlich durchaus interessante Auswahl. Wir werden uns als erstes den Kollegen Evil Spirits da oben, Spirits, ja, Evil Spirits nehmen. Einfach, weil, ja, weil er halt scheiße ist, ja. Ich bin tatsächlich am Überlegen, wie ich das mache. Ich habe vorhin mal kurz reingeguckt und hatte den da oben schon gesehen und habe überlegt, okay, Jove wird wahrscheinlich, also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Jove auslöst. Und habe überlegt, ob ich eventuell mit Gegenangriff spiele. Ja, mit Gegenschlag, also Sif oder so. Weiß aber nicht so recht, wie ich da, ich sag mal so, am meisten, wie ich da am besten irgendwie was machen kann. Von daher werden wir wahrscheinlich einfach unser Standardteam nehmen, was wir für den ersten Angriff ja meistens nutzen. Und dann ist das halt so. Ja, und dann gucken wir, was passiert. Wir müssen quasi Hathor an den Start bekommen für Überheilung, falls Jove auslöst. Das wäre der Wunsch. Ansonsten ist das Team halt darauf ausgelegt, dass wir die neuen gelben Steine bekommen. Wir haben relativ harten Schaden über Steine. Also wenn, ich glaube, Aramis 5 Steine sich fängt, dann ist er weg. Aber wir müssen halt gucken. Ne? In dem Moment, wo Hathor auslöst, wird es natürlich räudig. Ne? Ja, Frostschaden könnten wir auch umgehen mit Hathor. Also es wird spannend. Es wird spannend, wir greifen aber einfach an. Und gucken halt, was passiert. Ja, wir gucken einfach, was passiert. Das Wort muss sich entwickeln, ne? Wie auf dem Shirt geschrieben. Von daher schauen wir mal, was wir für Entwicklungsarbeit brauchen. Okay. So. Lass uns mal schauen. Also wir haben Geld, was wir direkt in Hardware spielen könnten. Hilft uns aber auch nur begrenzt weiter. Ich spiele mal diesen Zug, weil dadurch rutscht das alles ein bisschen zusammen. Dann spielen wir das hier. Bringt uns zwar nicht den Diamanten. Ja. Die Combo wollte ich logischerweise nicht. Am Ende ist es okay. Alles gut gelaufen, kein Problem.
Das passt, aber das hätte echt schief gehen können, ne? Das hätte schief gehen können. Der Gedanke war eigentlich, dass das unten nicht passiert und ich jetzt quasi entweder wieder mir eine neue Viererbombe bauen kann oder aber jetzt halt da reinspielen kann, ne? Das hätte also schief gehen können, dass Aramis schon auslöst. Die Frage ist, baue ich mir die Viererbombe? Ich glaube ja, es dürfte eigentlich nicht viel passieren, weil Hathor darf nicht auslösen. Ne? Also das wäre halt jetzt scheiße gewesen. Von daher prügeln wir erstmal mit Leonidas drauf. Penyolite hinterher. So, Zarandite hinterher. Damit haben wir erstmal alles abgefeuert, was auf Dreie geht. Und jetzt ist die Frage, wo wir drauf gehen. Das ist gar nicht einfach, ne? 778 noch leben, das ist ganz schön viel. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich verhindern kann, dass Hathor noch auslöst. Von daher gehen wir mal hier hin. Zünden mal die Bombe. Blöd. Das war natürlich nicht mein Wunsch gewesen, logischerweise. Haben aber über den gelben, den blauen Fritzen da hinten auch weg und haben jetzt die Situation, dass Hathor heilen kann. Das ist jetzt nicht cool, aber Hathor ist halt alleine, ne? Und damit sollten wir das Ding auch eigentlich nicht mehr verlieren. So, werden uns erstmal Heilung holen. Werden jetzt auch noch warten, bis Hathors Kack da weg ist. Jetzt spielt es keine Rolle mehr. Jetzt haben wir alle an. Jetzt stirbt sie so oder so. Ja. So, dann zwiebeln wir mal drauf. Aber die kann halt eine Menge einstecken, ne? Also hat immerhin Leonidas, Drake und Penyolite gebraucht, ne? Das ist schon krass. So, das ist hier natürlich auch ein sehr unangenehmes Frettchen. Ein sehr unangenehmes Frettchen. Also, Gefahr ist Forzes, ne? Schnelle Spotter spotten schnell. Phantom haut hart zu, wirklich hart zu. Plus noch den ganzen Schnodder, den du abbekommst. Soros Lakaien sind nervig. Und über Jove brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen. Ne? Jove macht schon Aua. Jove macht schon Aua. Aber wir gucken mal. Wir werden hier. Na, na, nu. Na, mein Gott, Walter, da drücke ich wieder überall. Wa? So, wir nehmen mal den Leonidas mit. Wir gehen quasi gezielt wirklich nur auf 3. Damit sind dann unsere, ich sag mal, besten Angriffsstacks in Gelb auch weg. Und jetzt müssen wir überlegen, Sorrow macht ja nur Lakaien, ne? Genau. Das heißt, mit Rot brauchen wir nicht unbedingt reingehen. Da wäre ja fast eine Camilla interessant. Im Idealfall was mit Boni entfernen, ja? Ich bin halt hin und her gerissen. Also das große Problem ist halt, ich bräuchte was, um Forzes seinen Spott wegzumachen. Ich bräuchte aber auch irgendwas, was mir Jove eventuell rausstoppt hinten, falls ich nicht die Steine bekomme.
Das könnte man natürlich mit Ludwig spielen. Was könnte mir denn noch ein bisschen den Jove vom Arsch halten? Das. Was waren das nochmal? Welcher Fritze war das? Der normale? Der normale gibt aber keine Überheilung. Nee, wir nehmen den hier. Wir nehmen den mit. Ich will mir quasi Camilla noch aufheben fürs Dobakan-Team. Von daher nehmen wir das mal so. Was ist die Idee? Mit Bubbles kann ich Botten. Jetzt will ich schon wieder überlegen. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe aber das Problem, dass ich nicht den Spott wegbekomme. Ich habe das Problem, dass ich nicht den Spott wegbekomme. Okay, er verstärkt auch Leben, macht negative Wegdefekt und gibt, na sag schon, Schild hoch. Ja, das brauchen wir, falls Jove um die Ecke kommt. Das würde ich sagen, nehmen wir so. Ja. Also sprich, Boni-Entfernung ist jetzt Lepiota. Lepiota ist quasi diejenige, die es da richten muss. Unbekanntes Ziel. Hat super geklappt hier. Bevor ich also meinen Kaffee saufen kann, muss ich das nochmal machen. Tippitoppi, da stehe ich so richtig drauf. Da stehe ich so richtig drauf. Ob das gut geht, steht wieder in den Sternen. Aber, was willst du machen? Wenn die Steine mit uns sind, kann es was werden. Also wir haben gelbe Steine ja durchaus auf dem Feld, ne? Von daher müssen wir mal kurz grübeln, was wir machen. Forze spottet drei Runden und wir wollen versuchen, ihm nicht permanent Steine ins Maul zu hauen. Wir spielen mal die Lilanen. Und wir spielen mal die Roten. Und haben einen gelben Diamant unterm Phantom. Und ja, den spielen wir auch. So, heißt aber auch, wir haben aktuell, und jetzt müssen wir kurz in uns gehen, wir haben aktuell einen Diamant gebaut mit 5 Steinen, richtig? Ich glaube ja. Das heißt, ich habe da unten 7, 8. So, warte mal. Ich habe unten jetzt, wenn ich den spiele, 5, 6, 7, 8. 8 Steine reicht nicht für Leonidas. Reicht aber für June und Verliehen. Wenn ich das mache, habe ich danach 1, 2, 3, 4, 5. 6 Steine zu liegen. Einer würde geghostet werden, also 7. Also hätte ich June und Fallin wieder an und hätte dann auch Drake sag ich schon, Leonidas an. Das müsste doch eigentlich gehen. Wir versuchen das mal. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Mit Wiederbelebung. Muss ich gestehen, habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist blöd. Aber so ist es jetzt. Können wir nicht ändern, brauchen wir uns nicht drüber aufregen. Mache ich zwar sehr gerne, aber hat keinen Sinn. Nicht so viel im Forzes. Okay. So, das ist erstmal gut. So, wir rotzen da jetzt drauf. Wir sehen Jove als schlimmstes Ziel. Wir geben mal Feline drauf, weil die macht mehr Schaden. Okay, ich hätte gehofft, dass es reicht. 87, 82 Gipsbrand und 10 Blutungsschaden.
sind dementsprechend 92. Das heißt, er müsste sterben. Vorausgesetzt, dass wir jetzt, achso, wir haben Lila auch noch drunter. Brauche ich nicht weiter drüber diskutieren. Ich hätte mir natürlich die Seite freimachen können, ne? Das wäre vielleicht gut gewesen, dann wäre Rigard auch angewiesen. War vielleicht nicht ganz so clever. Wir nehmen ihn da hinten raus. Weil wir müssen erstmal Heilung generieren. Weil die Keule hätte uns jetzt hart getroffen. Ja. Und das wollen wir nicht. Demzufolge nehmen wir ihn raus, weil wir brauchen erstmal Rigard zum Heilen. So. Steinetechnisch sieht es gerade nicht so gut aus. Jetzt wird es wieder besser. Ihre komischen Lakaien sind da. Das heißt, wir kriegen jetzt Schaden, wenn wir da drauf ballern. Ist auch fies, ne? Dass die quasi Lakaien macht auf den Geist. Ja, also das ist halt auch blöd. So, er ist wieder erwacht. Also muss er jetzt weg. Ah, das hat ganz schön gescheppert. Machen wir gleich nochmal. Ja, und dann machen wir das nochmal. Ah, und dann ist der Gegner weg. Elveco. Ja. Elveco. Und dann ist das gut. Ich weiß nicht. Nehmen wir ihn? Ich habe erst überlegt, ob ich mit Rot reinspiele. Wächtergorilla. Aber komm, wir spielen mal Dobakan. Ich mag das einfach. Ich finde das einfach witzig, das Team. Von daher spielen wir das einfach. Ist noch nicht perfekt. Ja, ich habe ja festgestellt, dass Sergei, Oberkan und Himeros nicht reichen, um eine Seite wegzukacheln. Aber was halt natürlich ist, dieser Gegenangriffsscheiß, ne, der tut natürlich doch schon hart weh beim Gegner. Von daher, wir probieren uns und schauen, ob wir sie wegbekommen. Das heißt, viel geht über Reflexion. Und ansonsten brauchen wir 7 lila Steine. Das ist an sich nicht viel, aber wir kennen das Spiel. Es kann halt auch dazu führen, dass wir sie nicht kriegen. Ne? So, wir spielen erstmal die blauen. Ja, in der Hoffnung, dass nämlich irgendetwas passiert. Das ist erstmal gut. Wir spielen die lilanen. Dann spielen wir nochmal blau und sehen, dass das Feld komplett eskaliert in Rot. Ein lilaner Stein fehlt uns aktuell. Ich gehe davon aus, dass wir Hurricane jetzt gleich triggern werden. Tja, müssen wir mal fast gucken, was macht denn am meisten. Was bringt denn am meisten durcheinander hier auf einmal? Pass mal auf, wir machen, falls es eine lila Combo geben sollte, wo auch immer die herkommt, machen wir alle mal an. Und spielen den. Das geht danach in Rot über. Und es gab relativ viel Bewegung tatsächlich. So, und jetzt erhoffen wir uns, dass hier unten ein lilanes Match nachrutscht. Okay, hätte ja sein können. Man kann ja mal höflich fragen, ja? Man kann ja mal höflich fragen. Ist leider nicht passiert. Ja, und dann wird es natürlich schwierig, ne? Wenn du die Oberkans nicht anbekommst, dann ist halt scheiße. Weiß ich nicht. Falsch gespielt? Wäre möglich. Wäre möglich. Okay.
Ja, man kann sich jetzt natürlich auch komplett fertig machen, ne? Also das könnte man tun, aber es hilft ja nicht, ne? Also ich glaube nicht, dass ich das komplett falsch gespielt habe. Es sei denn, ihr sagt mir doch, das hast du komplett falsch gespielt, dann muss ich es mir nochmal angucken. Aber ansonsten sehe ich das so eigentlich nicht. Aber gut. So, wir haben verschiedene Dinger drin. Das heißt, wir haben Mana-Bonus und, der uns jetzt nicht unbedingt weiterhilft hier an der Stelle, aber egal. Wir probieren es mal. Also grün für auf die Fresse, ne? Auch da gilt wieder 7 Steine. Aber auch das sieht nicht ganz bezaubernd aus. Wir müssen wieder eine Mörder-Kaskade reinspielen hier in den Kollegen. Oder eine große Combo, sagen wir es mal so. Wir spielen mal das. Irgendwie muss Bewegung her. Das ist halt scheiße. Der ist halt schon wieder online, ne? Also, das verfolgt mich gerade ein bisschen. Ich muss mich gerade hart zusammenreißen, tatsächlich. Dass ich nicht ausraste. Also ich bin ja eigentlich, ja, also ich nehme das ja nicht immer, ne, so voll ernst und, ne. Also ernst schon, aber versuche mich da nicht so hart zu triggern. Aber das war natürlich echte Scheiße. Also, Junge, Junge, Junge. Nee. 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 Das sind dann so Dinge, da könnte ich mich einfach aufregen. Aber gut, wir beruhigen uns. Wir machen mit Blau. Warum machen wir mit Blau? Einfach, weil wir mit Blau viel Schaden machen können. So, sie stiehlt Mana und alles sowas. Und zwar bei allen Gegnern. Nee. So. Wir dürfen hier spannend sein. Wir müssen halt irgendwie Ludwig vorher anhaben, bevor sie anfängt, Mana irgendwie zu mopsen. Oder aber mit Blau durchgesetzt haben. Wir brauchen 9 blaue Steine.
Also um Sobek auch ranzukriegen. Ja. So. Ich sehe sicherlich auf der rechten Seite, ne, sehe ich das sehr wohl. Ich spiele einmal die, ich will sehen, was nachkommt. Weil mir reichen die blauen da drüben noch nicht aus. Ich spiele die mal so. Okay. Das waren ja 4 gewesen. 5, 6, 7, 8, 9. Okay, dann spielen wir es so. Dann husten wir drauf. Auf alle. Weil Waterpipe soll schon wegsterben. Richtig. Und Sobek wird einen Hauptteil klären einfach. Ja. So. Okay, Morell darf auch nochmal. Lila haben wir auch noch. Das war doof. Da hätte ich vorher mal Ludwig anmachen sollen, aber ist auch egal. Ist auch egal, ich habe gesehen, dass der eine Stein reicht, um den Hasen anzubekommen. Von daher passt das. So, jetzt werde ich erstmal Power akquirieren müssen, damit die quasi den Rest da wegballert. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, Rest macht Power, hat natürlich geklappt, ist ja logisch. Ja, fällt wieder am Start. Bennett aber auch gecleant, wäre also auch kein Problem gewesen. Wir unterstützen uns ja gegenseitig, logischerweise. So, okay. Wir werden noch einen machen. Wir gucken mal kurz, was wir noch im Angebot haben. Wir haben ja jetzt Rot ein bisschen zerpflückt. Dementsprechend ist das nicht mehr so ganz mein Team, wie ich es mir wünschen wollen würde. Wir hätten noch Bubbles, den ich sehr gut finde. Wir hätten in Grün noch Ross, Kongalach, Fock, Ganju. Ja, also da ist durchaus Potenzial. Mal gucken. Wir hätten auch einen Grimbel, den habe ich mittlerweile mit Wappen so weit, dass man den spielen kann. Wäre also kein Problem. Ich gucke gerade mal, wenn ich mit Grün irgendwo drauf wollte, was wäre das denn? Naja. Dann machen wir mal den. Ja, dann machen wir mal den. So, da gehen wir mit Grün. Wir gehen mit Grün. Und lassen aber Kongalach weg. Wir nehmen Ganju mit. Obakan. Und jetzt nehmen wir ihn mit, weil er kann über sein Spezialtalent aktive Bonis entfernen. Mikro aufpassen hier, du Fremd. Ja, ihn nehmen wir mit. Keine Überheilung, aber normale Heilung. Und Boni-Entfernung über Steine. Mal gucken. Ich möchte einmal sehen, was da passiert. Jetzt muss ich einmal überlegen, habe ich hier irgendwie einen Diamanten in Grün? Wenn ich den blauen hochspiele, rutscht der da hoch, der rutscht dahin und der andere bleibt da aber so komisch liegen. Eigentlich gefällt mir das trotzdem ganz gut. Wir müssen uns die blauen Steine unter Obakan aufheben,
weil er wird jetzt gleich sein Reflect machen. Wir spielen die, weil unten könnte grün nachkommen. Okay, das ging schon mal auf. Dann spielen wir die rein in der Hoffnung, dass er es wegmacht. Sehr schön. Haben wir zumindest mal einen, der nicht mehr reflektiert. Bei meinem Glück wird er sich natürlich wiederbeleben, ist völlig klar, ne? So, wer ist jetzt schlimmer? Ich finde er. Das heißt, wir bumsen auf ihn. Fock nimmt den Reflect weg. Ganju geht erstmal grundsätzlich auf 3. Damit wissen wir, ob Oberkahn weg ist. Das ist gut. Er hat Minusverteidigung, 25%. Und sie haut wie nichts Gutes. Und er kann nicht ausweichen. Also hoffe ich, dass er weg ist. Jawohl, 1300 Schaden. Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Ich persönlich bin ja der Meinung, das ist zu viel. Aber in dem Fall jetzt nehme ich es mal so hin. So, jetzt haben wir das Problem. Wir haben keine am Start und die blaue Prinzessin löst aus. Und die tut auch weh, ne? Wir brauchen dringendst Heilung. Na, ach, Archie kommt auch, ja? Oh, das ist nicht gut. Wir haben auch nur 5 Steine. Wir haben nur 5, nicht 6. Ich bräuchte aber 6 Steine. Das Problem ist, den Auto-Attack überleben wir nicht. Der Auto-Attack wird uns töten. Das heißt, ich habe keine Chance, noch einen Zug zu spielen, um eventuell noch einen Stein zu generieren. Weil sie hat 1200 noch Leben und er 1200. Das heißt, wenn ich noch einen grünen Stein hätte, könnte ich sie abfeuern. Und hätte eventuell die Möglichkeit, beide zu killen. Vorausgesetzt, dass ein grüner Stein nachkommt. Ich hätte jetzt die Möglichkeit, sie alleine zu killen. Habe dann aber die Situation, dass der Auto-Attack eine Runde später von Archie kommt. Also riskieren wir das, dass der Auto-Attack... Es ist so scheiße, Alter. Versteht ihr, was ich meinte? Ja, ich habe jetzt riskiert, dass ich die Blauen da reinspiele und den Auto-Attack vielleicht, warum auch immer, doch überlebe. Ja. Und wenn dann schon grün nachrutscht, ja, der eine Stein, dann sind es gleich 3 und sie fallen aber so, dass die Alte nicht tot ist. Weil was wäre danach gewesen? Ich hätte auf Archie feuern können und hätte das Ding tatsächlich noch gewonnen. Ja, 211. Ja. Rüstung mit Power, wie immer. Sehr, sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ich fand, es gab ein paar Situationen heute im Krieg, die hätten glücklicher laufen können. Ja, mir ist bewusst, dass auch ein paar Situationen dabei waren, die für mich glücklich waren. Ja, mit der Bordentwicklung, aber irgendwie weiß ich auch nicht, bin ich gerade ein bisschen unzufrieden. Ich sehe gerade, dass mein Rechner nicht lädt, von daher scheißt er gleich ab, warum auch immer er nicht lädt. Von daher verabschiede ich mich heute. Das war Kriegszeit am Sonntag und ich würde behaupten, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, haut einen Daumen raus, ja, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.